No sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too soon. And in time, she's gone away. Wir sind wieder im Let's Play. Und jetzt habe ich jetzt hier geile Pfeffer. Ja, das ist Speedy Boy. Warum ist er da? Weil du den Steinsöldner gedingelt hast. Es geht doch. So, und jetzt können wir nämlich noch mehr hier. Jetzt nee, nicht kann den ich Stein. Nee. Aber wir holen uns hier noch den Steinhändler her, ja? Weil was, ich hoffe, dass der mir nämlich die verkackte Haarlocke verkauft. So. Die Haarlocke. Also da, Fabian, jetzt, hier, Fabian, da kommt er. Da kommt Fabian Haarlocke. Hat früher den Tarzan bei TKG gespielt. Stimmt. Ja, und weißt du, der hat ein Album mit Andreas Elsos produziert. Ernsthaft? Als Smooth Tea. Beide zusammen. Ja, er macht halt der Hip-Hop, er ist der Produzent und hat so Hip-Hop-Einlagen. Sehr gut. Runde Reime miteinander verkleben. Das kannst du nur bei mir erleben. Also es war ein Zitat jetzt aus dem Album. Aus Celebration Cover-Version. Ganz schön. Hey, ich bin's, Toni, alles klar, ihr hört mich nicht. Ich sag's nochmal. So ungefähr auf jeden Fall. Es war nicht so, war auch nicht viel besser. So, was haben wir nochmal gesagt? Diese Schwalbe bedeutet, wenn man es zweihändig trägt, oder was war das? Ist der Vogel die da? Schwalbe, also 50, da steht ja jetzt glaube, Angriff 50.3, 82. Oder 7. Aufgeladen, da waren wir nicht ganz sicher. Aufgeladen kann auch sein. Aufgeladen ist ja, wenn du Taste gedrückt hältst, dann macht er ja so ein Davosch. Und nicht nur ein Davosch. Davosch. Laternenamulett. Ah, es gibt natürlich beim Händler jetzt gute Sachen zu kaufen. Bazunga! Kriegshammer noch stärker. Dieser Kriegshammer kann Kriege gewinnen. Gegenstände kaufen kann man jetzt auch beim Schmied übrigens. Oh, was ist das denn? Guck mal. Barangianisches Kurzschwert. Ey, weißt du, was ich will? Ich will eine verkackte Haarlocke. Mandelschild. Ach, das ist doch unerträglich doof. Stoffhosen, Baumwolltunika. Okay, der hat nur Schrott. Direkt den verlassen wir und kommen nie wieder zurück. Das ist echt nicht, ist nicht ganz so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Gegenstände kaufen, was hat er denn? Lichtgefäß. Was macht das scheiß Lichtgefäß eigentlich? Steht da doch. Lichtwasser soll den Speichel Devaras enthalten. Ja, super. Vielleicht ein Lockzeug. Aber ich kaufe mir, glaube ich, nochmal das Ding hier. Versiegeltes Tonfall, Lichtwasser, Fluch der Bösen. Steinschlossladung, eine Handvoll Bleikugeln, Fackel, gesegnete Seite. Das war, die war ja nicht schlecht, die gesegnete Ich habe mir Seite, davon auch gerade direkt nochmal einen nachbestellt. So, was haben wir denn hier? Gegen Gift ist vielleicht auch nicht die allerschlechteste Idee. Es könnte aber auch sein, dass wir das sogar schon haben, nur zu faul waren das bisher. Salzsuchender Ring offenbart den Ort des verlorenen Salzes des Besitzers. Ey, es gab hier einen Lockenhändler. Laterne, ja, ich weiß, der war hinten in einer... Ja. In so einer... Das ärgert mich ein wenig, weil ich wäre gerne beim Lockenhändler jetzt und würde mir Locken holen. Für meine. Kommt ja keinen Schritt weiter hier mit den Waffen. Leuchtet die Umgebung. Finde ich auch ganz geil, aber die ist halt sauteuer, ne? Die Laterne. Ja. Soll ich die mal kaufen, so One for the Team-mäßig? Ja, mach mal, du hast es doch. So. Laternenamulett. Achso, das kann man dann anlegen wahrscheinlich. Oh, warte mal. Gegenstände verkaufen. Sollen wir hier vielleicht eine Steinleiterfigur hinsetzen? Was bringt das? Die gewährt größere Salzausbeuten im Gebiet des Heiligtums. Wie viele hast du davon? Nur eine, also bisher. Aber vielleicht ist das ja hier ein guter Spot, wo man in verschiedenen Richtungen ordentlich... Ja, weiß man. Ich weiß es nicht, aber dann sind wir wieder geizig bis zum Bossgegner. Und haben nie... Wir können natürlich auch einen Steinführer, den packen wir hin. Gewährt größere Chance auf Gegenstände im Gebiet des Heiligtums. Da habe ich nämlich drei von. Hä? Oh, komm, und verbessertes Blocken, was wir ja alles hier... Komm, ich mach mal. Wir wollen ja auch ein bisschen was ausprobieren hier. Also wir haben jetzt echt gute, mega, mega Feuer. Raus aus dem geht in Frieden. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh, wir können da jetzt reisen. Warte mal, halt, stopp. Möchtest du ein anderes Heiligtum? Ja. Oh, vielleicht hat der auch Gegenstände gekauft. Bitte Haarlocke, bitte. Hufendes Horn. Ja. Wollen wir denn mal reisen? Wohin denn? Vielleicht in die Nähe, wo es die Haarlocke gab. Dorf des Lächelns müsste das ja sein. Wir sind jetzt in der versunkenen Festung. Dann heißt es doch im Umkehrschluss, dass wir vielleicht auch zurückreisen können. Oder? Weiß ich nicht. Da müsste ja da auch wieder so ein Typ stehen. Ja. Ja. Was, wie heißt der Kollege denn hier nochmal? Dass man überhaupt mal weiß. Der war das Licht, bla bla. Okay. Wie hast du den denn da hingekriegt? Mit welcher Figur? Ich bin, also ich hab eine Figur gesetzt, die mehr Gegenstände offenbart. Vielleicht ist er das. Und ich habe eine Figur, die mehr Salzausbeute gibt. Ja, aber nee, die du hast ja einen genommen, der gerade... Ja, genau.
Aber da bin ich habe zwei direkt aneinander benutzt. Ihr erinnert mich auch noch, Kollege, warte mal. Sag mal, kann ich dir meine Sachen nicht geben? Ich kann die ja eh nicht benutzen. Kann ich dir nicht einfach meine geben? Aber ich glaube, wir... Weiß ich nicht, aber wir teilen die uns doch. Bist du dir sicher? Nein, sicher bin ich nicht. Warum hast du so viele geile Ringe? Wieso habe ich so wenig geile Ringe? Guck mal hier, wenn ich jetzt zum Beispiel den Steinführer gebe. Ja. Nee, kann ich. Kann nicht. Kann ich nicht. Also ich würde... Naja, gut, wenn wir können auch noch weitergucken. Ach, ich muss das statt dem? Oder kann ich... Das ist ja scheiße. Warum hast du so geile... Was hast du denn für Ringe da? Guck mal, jetzt leuchtet das Ding. Ach, das ist deine Laterne jetzt. Aber dafür haut er jetzt auch wesentlich langsamer zu. Naja gut, kann ich ja dann im Zweifelsfall, wenn es mal gebraucht wird. Immer noch die Frage, sollen wir den Weg zu Locken zum Friseur machen? Ja, ja, aber nur, wenn du dich wieder zurückbieben kannst. Ja, das können wir ja dann vielleicht, indem wir da an dem Leuchtfeuer... Wieder so ein Ding benutzt. Wieder so ein Ding. Aber benutzt. Hast du so ein Ding noch? Ja, ich habe nichts benutzt, was ich nur einmal habe jetzt gerade. Ja, die letzten okay, beiden. Okay, dann biegen wir uns jetzt. Dann reisen wir jetzt hier ins Dorf des Lächelns. Schön. So. The Village of Smiles. Und wo war das jetzt? Das war hier. Das war in diesem Standardgebiet. Also in diesem so, Anfang. So, hoch. Die sind auch echt... Arsch. Und dann war das nämlich hier. Lecko. Sag mal. Muss man euch denn immer mit Gewalt erst von Arm? Hier unten? Nee, ne? Nee. Ach, es ist immer dann geil, wenn Gegner von hinten aufstehen, während man gerade auf die Gegner vorne kommt. Naja, das war so mitten in diesem ersten Hauptbereich. Von, also im Inneren auf jeden ja, Fall. Ich weiß. Ne? Ah, cool. Der Gegner hat ja auch hat sich selber tot gemacht. Ja, gut, das ist vom Hund aus schon groß. Du rennst einfach, ich habe ihn umgehauen. Sonst hätte er dich direkt gebissen. Ah, kein Problem. I got it back. Ja, Leute, die achten auf sowas. Ja, weil ich meine, nichts dagegen, mal das Handy anzulassen on air. Man kann sich auch den brutalsten Klingelton auf volle Lautstärke machen, damit es auch ja jeder mitkriegt. Wer ist das denn? Ist das nicht ernsthaft ein unfassbarer Klingelton? Der General. Wer ist es denn? Willst Leute wissen? Oh, warte. Achtung. Oh ja. So. Kann man wissen. Warte mal. Soundtrack. Gar nichts. Welcher Film? Ja, weißt du? Louis de Funès? Das waren 2500 Euro für diese Laterne. Die bringt ja überhaupt gar nichts. Vielleicht musst du die noch... Ich bin gespannt, ob der Chat erkannt hat, welcher Soundtrack das gerade war. Was ist das denn für eine... Können wir mal gerade festhalten, wie ich 2500 Euro... Nee. Weiß keiner? Weiß keiner. Erklär mir das. Du bist immer noch bei deiner Fackel. Ja, weil die halt überhaupt gar nichts bringt. Verkauf sie doch hier, bei dem Typen. Die bringen nur noch 250. Hallo, Freund. Ich bin unfassbar geschockt. Ich kaufe mir jetzt erstmal eine hier. Nee, da. Hallo. Weißt du was? Ich nehme davon jetzt einfach mal... Ne? Ich nehme mal 5 Haarlocken mit. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Richtig großzügig. Bam. Und was ist der Reißzahn? Was steht da? Der bietet neue Sachen. Noch weiter zurückgreifen muss. Es klingt aber nach einem guten Item. Ich kaufe mir das jetzt auch, wenn man schon hier ist. Hat's der Chat immer noch nicht raus? Nee, weiß keiner. Oder nicht? Ich habe nicht geguckt. Eddie benutzt das Horn, um zum Heiligtum zu kommen. Ihr braucht keinen neuen Steinführer, sondern das Horn. Okay, sehr gut. Es war übrigens von Wladimir Kosma, berühmter Komponist, der unter anderem den Prostodok Heute Soundtrack gemacht hat. Mhm. Mit Louis de Funès und Coluche. Und das war ein Auszug aus dem Titelstück. Mhm. So, wollen wir rechts weitergehen? Ich bin enttäuscht. Ah, okay. Ich bin enttäuscht davon, wie wenig Interesse du dafür hast. Ich bin enttäuscht von der fucking Taschenlampe am Ende meiner Waffe, die überhaupt gar nichts bringt. Wir benutzen jetzt das Horn, um zurückzukommen. Können wir das einfach mal, kannst du das vielleicht wenigstens mal kurz mal acknowledgen? Wahnsinn, ey, das, weißt du, worüber ich froh bin? Dass du in die Laterne investiert hast.
Und ich habe dafür aber auch... Eine winzige Vitallaterne, die mit einem goldenen Tuch umwickelt wurde. Sie beherbergt ein hellleuchtendes Juwel. Erleuchtet die Umgebung. Erleuchtet ein Dreck. Warte mal, ich erleuchte mal die Umgebung. Es macht halt nichts. Sag mal, ey, jetzt mal ernsthaft. Das kann doch nicht sein, dass das 200 Millionen Euro gekostet hat. Nee. Das sind ja 400 Millionen Euro. Taler. In Euro. Was ist das denn hier? Guck doch mal jetzt. Ja, ich hab's. Vielleicht musst du die irgendwie cool aktivieren. Ja, und wie? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Selbst der Fuchs, der weiß es nicht. Und auch der Wolf. Komm, wir machen jetzt. Ja, es ist eine mach mal das Horn. Es ist eine Frechheit. Ein Horn. Mit dem wir warpen können. Das Horn des Warpens. Warte, warte. Ich mache überhaupt nichts. Ich warte die ganze Zeit. Warte doch einfach mal. So. Das Kriegshorn. Nutzt es. Ja, schnell. Nee. Das. Ja? So. Ja. Danke, Chat. So, und jetzt kann ich aber endlich mal beim Schmied. Yep. Das kostet natürlich jetzt wahrscheinlich so viel, dass brauchst ich. Brauchst du was geschmiedet? Nicht. Geht's vielleicht auch mal ein bisschen höflicher? Ja, lass ihn noch. Er hat einen schlechten Tag gehabt. 250 Salz. Das bedeutet ein Level up. Ja. Ja. Aber. Geil. Glaube ich, gönne ich mir doch direkt noch eine zweite Portion davon. Das hat mir. Eigentlich ich mag das Schwert. Ah, siehst du, jetzt brauche ich ein Soldatengedicht, um auf weiter abzugraden. Ab welchem Level? Auf 3. Dann mach ich das. Und es kostet 1000 Salz. Ich habe sogar eins, aber ich brauche 1000 Salz. Ich habe auch nur noch 300 Salz. Du auch, ne? Ja, komm, das grinden wir schnell. Ey, das ist geil. Mein Schwert wird echt richtig fett gerade. Komm, wir gehen hier die Aliens grinden. Ja, stimmt. Jetzt hätten wir natürlich das schöne Salz da reinknallen können. Oder was ist denn hier oben? Vielleicht ist hier oben noch was Geiles. Waren wir noch nicht. Ich habe schon wieder gar nicht... Hast schon wieder die Orientierung verloren, ich weiß. Ja, weil du, ich bin zu dir gewarpt gerade, mein Sohn. Ja. Dunkel? Das ist doch wieder Boss-Gegner-Time. Das ist mal ein cooler Klingelton. Das ist bescheiden. Ach, bescheiden. Ja, man muss nicht immer irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich... Du hast doch einfach nicht gewusst, wie man den Klingelton ändert. Sei doch okay. Jetzt, sei doch. Na und? Na und? Ja, ist okay. Na und? Schon einmal ein bisschen Hilfe. Sakrament! Hä? Hä? Na gut, ich lebe noch, das ist die Hauptsache. Wieso? Geheimnis links. Kannst du mir erklären? Ja. Ah, habe ich ein schönes Geheimnis für uns geholt. Kristallsphäre. Oh. Plattenband. Oh, das kriegst du auch noch einen geilen Ring. Den hast du übrigens auch gekriegt. Ja, aber ich kann ihn gerade nicht benutzen. Ich wollte gerade sagen, jetzt wünsche ich dir deine Laterne am Stiel. Und noch ein Item. Ich sammle schön für uns ein Licht, während du... Ich kommentiere das überhaupt gar nicht. Wieso ist das jetzt so lahm? Ach so, weil es einhändig. Okay, das war's hier, oder was? Okay. Das ist nur so eine kleine Höhle. Colin. Ja. Kannst du mal jetzt aufhören? Ich find's schön, mich freut's einfach. Ich genieße Schweigen. Also ich schweige auf jeden Fall. Sagte er. So, manche Leute. Komm, jetzt grinde doch noch ein bisschen für uns. So, kommst du mit oder was? Ich komme. Unkommentiert. Hier unten. Silent Let's Play. Das muss der Tag werden für die nächsten Sendung. So. Da. Der ist schon tot. War noch einer. Ja, den habe ich auch getötet. Ja, war da noch einer. Gut, dann gehe ich schon mal runter. Ja, mach nicht wieder so einen Ego-Trip hier. Ja, dann. Was heißt denn überhaupt schon wieder? Ja, eben einfach ins Nichts springen und mich umverrecken lassen. Jetzt komm doch halt mal da runter. Fällt mir sehr gut, das reicht nämlich ein Schlag auf Dreiecke. Wie viel geben die? Die geben nämlich ganz schön viel. Das ist eigentlich eine super Grindstelle hier. Hast du das eigentlich aktiviert, dass die mehr? Aber die geben jetzt nein. Auch mehr hier, oder? Nee, habe ich nicht aktiviert. Aber lass uns bitte nochmal reaktivieren, denn ich habe noch keine 1000. Und ich will jetzt nämlich die 1000 haben. Auch. Oder du gehst alleine zum. Nee, ne?
Dann mach du einen Korb. Obwohl ich, weißt du was? Was soll der Geiz? Nee. Dann mach du da mal, wenn du meinst, dass das Strafgericht Gottes dich deswegen verschont. So, ich werde einen Bündel voll Salz nämlich jetzt benutzen. So, Kriegshammer Level 3. So, Beutel voll Salz, Bündel voll. Lass mal gucken, was mehr gibt. Oh, nicht. Ich bin bereit. Was sagt eigentlich, ich habe mich noch nicht einmal mit einer Rüstung richtig auseinandergesetzt. Woran erkenne ich denn? Da, Ausrüstung. Wie war das? Wann ist Fat Roll? Wenn du dein Gewicht einfach da unten Ausrüstung, wenn du es Maximum durch hast. Ja, es gibt okay. Ja keine Prozente. Also ich kann jetzt hier quasi... Ja. Ich will nochmal einmal, wie war es vorher? Zum Beispiel das hier, ach nee, dann 15, siehst du, 4. Kettenhaube ist 15, zu... 2. Interessant. Handschuhe. Boah. Gurei, oh Mann. Zeit haben wir ja nix. So. Okay. Räuberfußlappen. 44 gemacht. Schlagverteidigung. Minimal. Die wären ganz geil, aber hab ich auch zu wenig. Ja, ich nehme noch mal so ein Heiligtum mit. Was habe ich denn da eigentlich? Flickerndes Band. Ein dickes, erhöht Stärke, das ist doch gut. Ein Metallband rot gefärbt mit einem glitzernden regeneriert HP. Da finde ich aber auch noch nichts von gemerkt irgendwie. Habe ich dir schon gesagt, dass ich gerade für uns... Verringert den Effekt von Verwundung. 5 Reisehörner gekauft habe. Erhöht Verteidigung gegenüber Arkanenschaden. Setzt minimal... Das mit der minimalen Ausdauer habe ich auch noch nicht so ganz... Hast du das schon? Hast du auch nicht, ne? Nee. Wobei grob nicht. Überlesen. Aber du hast echt... Ich möchte... Ach so, warte mal. Halt, stopp. Bam, bam, bam. Plattenband. Ach, das ist... Oh, erhöht Stärke. Das soll ja gut sein. Meine Waffe scaled ja auch mit Stärke. Ja. Bei mir macht es ja wirklich auch ganz viel Sinn. Und ich habe gerade... Dieser Ring, der macht ja 10% ungefähr was? Mehr. Was? Nur mit Stärke? D? Meine Waffe scaled überhaupt nicht mit Stärke. Womit scaled ich denn? Mit D nur. Man würde ja denken, so ein fetter Hammer. Womit scaled denn meins? Aber auch nur mit... Doch, mit S. Ich habe S, Stärke, Skalierung und Geschick, C. Was? Ja. Ne. Schau auf meinem Screen nach links, wenn du dich traust. Das guck, ist ja viel besser als das bei mir. Das ist außergewöhnlich. Aber du kannst noch nicht aber benutzen, guck, vergleich mal die Schadenswerte, ne? Ja, ja, klar. Wenn du austeilst, teilst du aus. So. Gut, jetzt gehen wir mal weiter hier, oder was? Wollen wir den Boss machen? Wir haben ja nicht mehr so viel wagen? Zeit, aber wir können ja noch mal... Ja, gut. So. Ne, wo dann? Boss war unten, ne? Ja, natürlich. Wieso ist eigentlich über deinem Symbol ein Schwert über meinem Schild? Was heißt das? Das heißt Spielstil. Ich bin eher offensiv und gehe Risiken ein. Du versteckst dich hinter deinem Schild. Aber jetzt sag doch mal. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur, damit wir uns auseinanderhalten können. Das ist keine... Oh. Klasse. Ey, das ist... Warte, ich komme cool runtergerutscht. Achtung. Ja. Ja, Würgefresser-Schild. Sollen wir den Boss versuchen, oder? Ja. Ah, warte, komm, wenn wir alles mit mir kriegen können. Muss das Sterben dann auch... Ey, ich hab schon wieder 1000. Ja, guck mal. Das geht echt schnell. Ja, es geht echt schnell. Natürlich auch super grinden hier. Das ist nämlich der Punkt, weil da kommen noch Kompeten. Ich weiß nicht, was man gerade braucht für ein Level-Up. Ja, so 15, 1600. Ja, das ist aber dann auch nicht mehr weit der Weg, muss ich ehrlich gestehen. Da können wir noch ein bisschen hier mitnehmen. Okay, Kollege Kackauge kommt. Wo bin ich denn? Ja, du musst ihn nicht hauen. Warum haust du ihn denn nicht? Ich kann dir doch gar nicht helfen. Alter, dann. Du stehst und du machst gar ich nichts. Ich hab mich gerade geheilt in dem Moment, wo du dich hast fressen lassen. Fass es nicht. Dieses Beklagen im Narren. Alter, das ist... Selber vor die Wand fahren, hinterher sagen. Nee, ich sag nichts. Man muss manchmal sagen. Pass mal auf, ich helfe dir. Ich hol dich jetzt wieder. Und dann holen wir zusammen dein Salz ab wieder. Das mache ich nur für dich. Hm? Wenn du da wieder unkontrollierbare Risiken eingehst, bitteschön. Kein Problem. Ich verzeih dir das auch.
Ich stelle mir gerade die Szene in echt vor, wo der eine mit so einem Wag oder irgendeinem so Alien kämpft. Du weißt doch nicht mal, wo das scheiß Lagerfeuer ist. Wo ist denn? Da unten rechts! Und der andere sich so genüsslich so ein Verband anlegt. Ah, warte, ich komm gleich. Es hat mich an der Kehle. Ja, Moment, warte, ich muss hier noch zweite Lage. Warte, ganz kurz. Ein Moment, ich bin gleich bei... Oh, du bist tot. Entschuldigung, ich konnte nichts machen. Ich muss mir einen Verband anlegen. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich bin gleich wieder bei dir. So, dann steh ich einfach wieder. Hab ich dir seine Seelen sollen? Ich nehme einfach auf. Schweig still, mein Herz, und suche Friede in der Meditation. Der einzige, der hier noch Sinn macht, ist der Baum der Fähigkeit. Das ist die einzige Konstante in meinem Salt and Sanctuary Leben ist der Baum der Fähigkeit. Das ist der traurigste. Schön den Baum der Fähigkeit Tag. Nehmen. Einfach mal, was brauche ich denn hier eigentlich noch? Stärke ist ja Quatsch. Wir wollen ja einfach mal wissen, was die Traglast erhöht. Was erhöht die Traglast? Vermutlich das Kamel. Gut, dann gehe ich zum Kamel und zwar über diesen Weg hier. Wo ist das nächste Kamel? Das hier ist ein schönes Kamel. Was ist das? Das ist kein Mehl. Ich kann nur... Nein, so, das ist hier. Eieiei. Kamel, das Kamel. Ausdauer bestimmt auch maximale Traglast. Das ist sehr gut. Maximale Traglast um ein Vielfaches erhöht. So. Wollen wir jetzt einen Boss machen? Oder? Ich bin noch geschockt. Ich bin einfach schon mal ein bisschen. Ich bin noch aufleben. Ich bin noch einfach nur geschockt. Auch wenn mir der halbe Bildschirm fehlt, weil Herr Gerbel da immer noch im Baum der Ratlosigkeit Ich suche gerade in diesem großen Baum deine Würde, aber ich finde sie nicht. Das war genau Teufel, Alter. Ach, guck mal hier, schon wieder 500 Seelen hat der Colin Finn absolut nicht für einen schäbigen Diss. Ja, siehst du, das Husten, ne? Mach dich nur Lust. Am Husten sollte ich mich erkennen. So. So. Jetzt andere Richtung, oder willst du grinden? Wir wollten noch. Ja, oder nicht? Ja. Naja. Ich meine, wir haben schon wieder 1150. Ja, aber so werden wir halt nie den Boss. Hast du wieder Angst vor dem Alien von dem? Ich will einfach mal den Boss machen, weil dann haben wir 6000 oder 7000 und dann können wir halt einfach mal richtig, oder was? Naja, gut. Aber weißt du, was wir wieder machen? Bevor wir den jetzt wieder mal hier verzaubern, oder was? Ja, dann müssen wir aber erst alles vorbereiten. Also du hast ja auch so ein Bettlaken gekauft, ne? Ich hab alles, ne? Reichlich. Aber war der schon hier jetzt links? Ne, er kommt jetzt, glaube ich, links. Okay, warte, dann nehme ich jetzt den Buff, ne? Ja, würde ich sagen, machen wir. Buff, buff. Hab ich gebufft? Ja. Okay, los. Come on. Da ist er. Okay. Der hat einen leider gerne mal mit so Doppelmoves auf den Boden gepfeffert. Wir müssen den auf jeden Fall von zwei Seiten. Ich versuche durch ihn durchzurollen. Siehst du, genau so. Hat super geklappt. Ich roll durch. Scheiße. Hat super geklappt. Okay, es ist Zeit für heilen. Aber. Okay. Oh, das ist ja unfair. Ich rolle jetzt. Hau ihn. Nee, ich rolle mal. Das bringt nichts. Wie ist es denn eigentlich mit dem Schild hier? Vielleicht lohnt es sich ja auch einfach mal, das Schild hochzumachen. Den Schild, weißt du? Ja. Achtung, hau ihn. Ja, ich liege auch genau wie du am Boden. In derselben Gülle. Also, ich da ein bisschen. Ja, das war doch nicht so schlecht. Ich heile mich schon mal. Nein. Oh Gott. Du haust ihn gut. Ich rolle. Ah. Ah, das ist dieser Doppelwix-Move, den er da gerne, den er sehr vorteilhaft anbietet. Ach Mann. Ich war mir nicht sicher, weil so lange nichts mehr von dir gesehen hat. Ja, weil ich versuche hier mit geilem Rollen ihm aus dem Konzept zu bringen. Ach shit, ich komme aber auch nicht an ihn ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehe ich, keine Sorge. Jetzt haben wir ihn. Komm, ein Schlag noch. Alter, ein Schlag noch. Ja. Komm. Ja, ich bin noch nicht. Bei aller Liebe. Ich bin dir noch nicht so wohlgesonnen, wie ich dir vor der Sendung war. Ja, ich muss es einfach sagen. Ist ja auch in Ordnung, aber da musst auch du einsehen, dass ich den gerade gut gemacht habe. das fühlt sich gerade wie Fieber an, das zurückkommt, obwohl die Ärzte prognostiziert haben, dass es runtergeht. Guck, jetzt hab ich's gesagt, 6000 Seelen habe ich genauso. Weißt du, was mich gerade ein bisschen abfuckt, dass du. Ja, egal. Sag's doch. Nee, das mit dem Endergebnis hast du ja recht, mit dieser 6000-Prognose auch. Ja? Als ob du wüsstest.
Das was? Hast du den schon gemacht, den Boss? Nein. Sei jetzt ehrlich. Ich schwöre dir bei Gott. Okay, du willst den Chat auch nicht belügen, ne? Niemals. Mich schon. Ja, dich schon, aber den Chat nicht. Okay. Ich habe es einfach getippt, nachdem wir beim letzten so 4.000, 5.000 gekriegt haben. So, was machen wir denn jetzt? Erstmal hole ich mir mein Zeug wieder. Und ich steige jetzt aber sowas von auf. Bam, bam, bam. Oh, jetzt doch ein Level. Stieg 2. Stufe 22. So, Baum der Fähigkeiten. Ich habe auch mal Lust in so ein Magier, mal was anderes, weißt du? Das ist so ja. Gerade mein Gedanke, den ich hätte. Ja, mach doch mal Magier, das wäre doch geil. Ich der ein Nahkämpfer und... Erhält einen Punkt Magie. Ich weiß natürlich gar nicht, du hast ja irgendeine Scroll vorhin gefunden, ne? Also was ist das denn, Ei des Zorns? Zerbrecht das Ei, um PvP mit eurem Begleiter zu beginnen. Ach. Das ist ja witzig. Können wir gegeneinander? Sollen wir mal gegeneinander? Ja, warte, kämpfen? Ich muss erstmal einmal kurz. Ne, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Kostet ja nichts. Ein Punkt Weisheit, Wissen, antikes Wissen. Kaufe ich mal 5. Was? Ach, das sind so Einweg-Dinger. Können wir gleich mal ein bisschen PvP machen hier. Ja. So. So, warte mal. Das ist Stufe 1 Jäger, Willenskraft, Peitschen überhaupt nicht. Hier. Oh, der Chat ist wieder auf einer ganz heißen Spur. Hat Eddie nicht gesagt, er hat letztens 6 Stunden gespielt? Ah. Ah, vielleicht ist der Eddie ja in eine andere Richtung gegangen, als wir hier gegangen sind. Nein, geht nicht. Ja, das man weiß es halt auch nicht so genau. Ne? So, ich habe noch. Hast du auch noch das gelbe Ei der Weisheit, das graue? Das was? Dieses Spezial, dieses nicht die für die Stärke? Ja, also zum Fähigkeit entfernen ist es doch. Ach ja, genau. Hast du schon Dings? Nee, ne? Ich wollte fertig? Ja keine Fähigkeit. Du warst sehr zufrieden mit deinem Skill. Ja, sehr zufrieden mit meiner Skill. Was so. War denn hier? Irgendeiner muss doch diese Dinger verkaufen. Wo man für Upgrade-Materialien näher. Nee, das macht nur der wandelnde Händler. Aber der Harlocken bringt uns ja auch nichts mehr, weil wir haben ja... Wir brauchen jetzt Söldnergedichte. Genau, und die müssen wir wahrscheinlich finden. Jetzt wieder. Warte ganz kurz, ich möchte... Ja, macht. Ich guck mal eben kurz in der Zwischenzeit. Aufrüsten. So, oh, das ist ja interessant. Man kann ja auch Rüstung und so aufrüsten. Ich guck mal kurz, ich check mal immer den Söldnergedicht 2 braucht man sogar davon. Ich könnte aber zum Beispiel hier Haarlocke, die Rüstung aufrüsten. Oh, hast du schon gehört? Was Cubic Mind gerade twittert. Wer ist denn überhaupt Cubic Mind? Das weiß ich nicht, aber er hat einen guten... The Dark Souls Developer Team, er retweetet was von IGN, is making a VR-compatible game. Dark Souls Leute machen ein VR-Game. Kann. Ich dachte, du sagst Dark Souls 4. Bin jetzt gerade ein bisschen latent enttäuscht. Gut. Bist du soweit dann oder jetzt noch? Jetzt ist der bei 13 und dann geht er auf 14,5. Ja. Oh, das ist spannend. Da gibt es ein Sonderangebot im Internet. Was? Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich bin hier ein bisschen langsamer. Siehst du, 2300, da poppe ich nämlich einfach mal eine Seele. Das ist natürlich wieder ein Argument, aber ich bin aber auch so geizig wieder damit. Andererseits, es ist jedes Mal... Oh, pop die Idee. War's ja nicht. Wie machst du das denn? Wie? Genau wie du. Ich weiß nicht, sind es 2500 auf Level 24? 2, 3. Ah, sehr gut, dann kann ich das letzte Problem sparen. Okay, dann kann ich nämlich hier... Was willst du, du gehst jetzt einen ganz speziellen Super High-Class-Weg, oder was? Nö, ich will die Traglast ein bisschen höher machen, dann gehe ich nochmal hier aufs Kamel oder ich mache ein zweites Kamel frei. Hier zum Beispiel, guck mal, hier sind gleich 3 Kamele. Richtig Kamelland. Ja, wenn du erstmal in so einer Kamelwüste bist, dann ist natürlich das Problem, kommst du auch nicht schnell weg, ne? Ja, aber ich will auch ein bisschen schwere Rüstung. Ich bin ja so ein bisschen der Nahkämpfer. Wenn du ein bisschen in die Magie gehen würdest. Ja, aber das Problem ist, wir haben noch nicht einen Spruch gefunden, oder? Das ist eine schwere Rüstung natürlich auch ganz geil. Ich will aber, also nichts gegen Magie. Aber das Kamel ist ja. Oh, es gibt sogar Pistolen, ja, hast du das gewusst? Das ist zum Beispiel richtig praktisch, wenn man das hier macht. Also mache ich das einmal das schwarze Perle und... Nee, ist mir alles noch, das ist mir alles noch zu... So kann ich das denn jetzt nicht? Da braucht man 3 für. Das ist ja unglaublich frech. Ich könnte aber ja jetzt hier die Fähigkeit wieder entfernen.
weil ich ja... Ich baue auf eine... Nee, die Streitaxt gar nicht mehr benutze. So, ich baue mir den Weg frei für einen neuen. Kann ich gar nicht. Wieso kann ich denn nicht? Ich kann die Fähigkeit gar nicht entfernen. Nein, die will ich nicht entfernen. Soll ich mal hier... Komm, ich hau hier nochmal einen Kleriker, der fehlt uns hier noch. Kann ich nicht entfernen. Ach, ist schon. Kann ich auch nicht entfernen. Info an uns. Man scheint ja nur 4 oder 5 Leute oder zumindest 4 Leute an ein Heiligtum beamen zu können. Mehr Platz ist nicht. Aha. Ich hatte mich gerade gedacht, ich hole uns noch einen Heiligen. In der Hoffnung, dass der geiles Upgrade-Material anbietet. Das ging natürlich dann nicht. Ja gut, ich gehe erstmal hier wieder raus. So, wollen wir jetzt die letzten Minuten noch nutzen, um uns gegenseitig auf die Fresse zu hauen? Aber wir müssen ein gutes Areal finden. Ja, komm hier rechts. Oder muss man das hier initiieren? Nee, das wäre wahrscheinlich... Und nicht da, wo die Händler sind. Da ist natürlich wenig Platz. Ja, ich bin sogar noch gesprungen. Ich habe gedacht, komm, das wird entspannt. Das schaffe ich. Aber leider. Brauche mich gar nicht ärgern, ich weiß nicht. Komm. So, ihr Lieben, wo wollen wir denn kämpfen? Ja, hier, oder? Ist das nicht schön, so ein bisschen mit Ebenen? Echt? Oder ist es zu Pokémon-mäßig? Naja. Also nicht Smash Bros.-mäßig, meine ich. Hier links, würde ich sagen. Einfach wo eine gerade Fläche ist, hätte ich jetzt mal. Hier. Ja, warte, ich will nur gucken, ob hier keine Gegner kommen. Okay, warte. Siehst du? Oh, da habe ich natürlich einen fiesen Nachteil. Aber kann ich ja kurz. Ich bin gespannt. Achso, da liegt ja noch was. Du bitte. Das Item benutzen. Welches war das denn? Wirst du wohl aufhören mit dieser Scheiße? Wo ist denn das verrostete Ei oder wie es hieß? Das, Gel eines Giftzytoplasmas? Nee. Das ist bestimmt in dem ganz normalen Gebrauchsmenü, Itemmenü. Und nicht in diesem Spezial. Nee. Da. Nee. Oh, das ist Rüstung. Hast du das schon versucht in einem Item-Slot? Vielleicht ist es da irgendwie nur... Nee. Hast du es vielleicht? Ich hab doch kein Ei. Dummste Selbstgeißelungs-Gag, den man sich überhaupt... Hast du es vielleicht? Nee, ich hab's nicht. Warum auch? Das gibt doch gar keinen Sinn. Hä? Das erkannte man ja auch sofort. Das war doch ein ganz eindeutiges Feuerei, ne? Das kann nicht jetzt sein, oder was? Ich habe doch dafür Geld ausgegeben. Jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, kommt hier nur einfach Scheiße bei raus. Ich geh mal durch. Tarn der Blabla, Alteutergesicht, Kindermann. Nö. Wiss nicht. Das sah aber auch wie so. Das sah aber auch so wie so ein Feuerding aus, ne? Wie so ein feuriges Ei halt. So wie man sich das vorstellt. Komm, wir kaufen nochmal eins. Was hast du gekauft bei welchem Händler? Ganz rechts. Aber was hat denn der? So, Ei des Zorns. Ei des Zorns. Gegenstände kaufen. Es hat mir auch das Geld abgezogen. Ich kaufe aber jetzt. Ja? Ei des Zorns. Gegenstand kaufen. Ei des Zorns. Jetzt bin ich aber gespannt. So. So. Da ist es doch. Hat der Kauf nicht geklappt? Geht's los? Ja, ey, du Sackgesicht! Ich hab's benutzt? Genau gesehen, wie du geschlagen hast. Du hast geschlagen. Komm, mach halt. Rattengesicht. Mach. Geht schon los oder was? Ja. Ach geil. Komm. Hä? Nee. Hast du schon benutzt? Ja, ich meine schon. Hast du gemeint, du hast es schon gekauft? Vielleicht muss man es equippen, weil. Aber wie du. Ich mach nicht. Du hast die. Ja, weil du doch einfach das ohne anzukündigen benutzt hast. Du hast Zeit. Komm. Ja, aber ich wollte es machen. Mach jetzt, komm, do it. Heides Zorns. Komm. Mit heilen oder ohne? Ja, ohne.
nicht mehr, ist er schon fast tot. Tschüss. Wieso hast du so einen Mega-Bums? Okay. Das eine Duell ging an dich, Buttonmasher. Alles klar, wir sind leider schon am Ende angekommen, dieser kleinen wunderbaren Sessions Salt and Sanctuary. Wird vielleicht auch die letzte gewesen sein, das muss man natürlich gucken. Das hängt von der Moral der Teilnehmer ab. Möchtest du auch noch was sagen? Also ich bin auf jeden Fall, guck mal, ich beleb dich sogar wieder. Ich hole mir jetzt so ein Ei. Willst du noch einen haben? Ich will jetzt, pass mal auf. Du hast doch nur eins gekauft, oder? Ich habe nur eins. Ja komm, ich kaufe jetzt auch noch eins hier. Ich kaufe mal direkt mehrere. Nee. Ja, kaufen, ja. Wir können uns auch hier battlen. Ja. Weiß nicht, kannst ja mal gucken, ob du es hier benutzen kannst. Ja, ich probiere mal. So, muss ja irgendwann aber auch aus dem Shop raus. Ja, ja, wir müssen vor allem aus der Sendung raus, aber komm, komm, komm. Einen noch. So, hier. Zack, zack, zack. Kannst du es hier benutzen? Da. Ne. Du darfst ja auch die Stage aussuchen. Ne, ne, die Stage war gut. Ne, hier machen wir das jetzt. Ja, sag ich. Ne, find ich interessant. Ja, ach, so bald. Kannst du hochkommen? Ne, komm hoch, ich mach das. Ja, ich bin nicht da so wie du. Mit Ankündigung, okay? Jeder in seine Ecke. So, Eye des Zorns. Ja, komm doch. Ne? Oh, da geht er down. Ich würde sagen 1-1. Ja, aber das allerletzte jetzt noch. Wir sind doch schon es steht 1-1, wir müssen jetzt wissen, wer hier der allerbeste ist. Du musst aber mich erstmal wieder beleben. Ach, du bist ja tot, stimmt. Das vergesse ich immer wieder. Okay, jetzt. Komm zurück, komm. Da hast du natürlich auch. Oh, warte. Hast du natürlich auch ein geiles Level hier ausgesucht. Aber gut, mach, komm, mach. Hast du dir ein geiles Level Harry dich jetzt. Zack. Mal auf. Nee, nee, hast du schon benutzt? Nee. Du hast es benutzt, oder? Ja, ich hab's benutzt. Ja, ja, klar. Das Ei. Ich dachte, es parryen. Warum gehst du denn feige? Du bist ja echt, das ist doch kein kühner Kampf hier. Batz. Letzter Schlag. Ja, das ist fast ein Turnier schon. Bist du, warum gehst du denn immer in den Safe Spot? Ja, komm doch. Nein! Oh! Oh! Nein! Da! Oh! Ja! Bam! Feige aus dem Rahmen der Tür. Aus dem unbekannten Nichts hat er zugeschlagen. In dem, das so sind, gut! Das sind mir die richtigen. Der, ne, gut. Ich, weil ich dich geparried habe, hast du es gesehen? Jeder. Ich hab's versucht einmal. Hast du es gesehen, wie ich es einmal versucht habe? Ja, ich hab auch. Ich nenn mich Katy Perry. So, Paddy, wir haben Feierabend. Wir müssen die abgeben an die nachfolgenden Sendung. Luke Perry bin ich. Perry Gordon. Perry Roden. Sehr schön. So, tschüss. Sorry, Lorden.